Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlstand der 1. Schlachtdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Also wenn Luftverbände der Alliierten also auf Erfurt zuflogen, blieb gemeinhin eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch weniger, manchmal ein wenig mehr, für die umliegende Bevölkerung. Die hatten dann auch klare Vorschriften, in welchen Luftschutzkeller sie gehen sollten. Und dann musste man da unten einrücken, mit Kind und Kegel. Und man war ja natürlich auch notgedrungen dazu gezwungen, denn wenn Erfurt bombardiert worden wäre, in dem Stil wie beispielsweise Dresden, dann wäre der Luftschutzkeller zumindest eine Option gewesen. Wobei wir auch wissen, bei Volltreffern halfen auch solche Luftschutzkeller nicht. Es wird eine relativ niedrige Spannung hochtransformiert auf eine ganz hohe Spannung mit einer ganz hohen Frequenz, 200-300 kHz so ungefähr. Ja, der Tesla, der wollte eigentlich 1893 damit Elektronik über die Luft übertragen, also ohne Leitung, ohne Kabel. Daran hat er geforscht, das war seine Vision. Ist leider nicht so erfolgreich gewesen, sodass wir heute immer noch das große Problem haben der Energieübertragung mit Freileitung und mit Kabeln. Aber das war eben seine Vision, das mit diesen Transformatoren durchzuführen. Das ist ein Stück Geschichte. Es ist Technikgeschichte. Und zwar sind das Belege dafür, wie die Geschichte abgelaufen ist. Wir sehen Irrwege, die Technik gegangen ist. Wir sehen aber auch die Linie, die von den einfachsten Anfängen bis zur modernen Technik geführt hat. Und ich denke, das sollte man unseren Mitbürgern erhalten und auch zeigen. Und dazu sind wir da. Ich lebe hier in Deutschland, ja, aber meine Gedanken sind über die ganze Welt. Ich laufe, ich traume immer, ja, ich habe keine richtige, ich kann nicht viele Reisen machen, aber ich mache Reisen mit Fantasie immer.